Heute stell dir einen spannenden Dividenden-ETF vor. Wir schauen uns an, wann der eigentlich aufgelegt worden ist, wie viel Kapital dort bereits investiert ist. Natürlich schauen wir uns die Dividendenrendite an. Gegenüber schauen wir uns aber auch gleich mal die Kosten von diesem ETF an. Dann auf jeden Fall ganz wichtig, in welchen Ländern er investiert. Und natürlich schauen wir uns die Top-Positionen an. Dieses Format ist nämlich von der Community für die Community. Ich blende hier jetzt mal den Kommentar ein. Und zwar habt ihr mir entweder hier auf YouTube oder Instagram Fragen zu ETFs gestellt. Die möchte ich dir einfach jetzt in Zukunft immer vorstellen. Den ganzen ETF vergleichen wir aber noch gleichzeitig mit der Benchmark und mit dem ETF, wo ich selbst in unserem 450 € Dividendendepot investiere. Das Video, falls du noch nicht gesehen hast, verlinke ich da oben in der Infobox und die WKNs hefte ich dir unten in meinem Kommentar an. Lasst uns dann auch nach dem Video gern in die Kommentarfunktion uns austauschen, was ihr zu diesen ETFs sagt. Und long story short, wenn du neu bist auf meinem Kanal, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt am PC ran und schauen uns den ETF gemeinsam an. Den iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF schauen wir uns heute gemeinsam an. Was bedeutet jetzt eigentlich UCITS? Und zwar ist es ein System von Standardsicherheits für ETFs. Das wollte ich unbedingt mal mitbringen. Und einen kleinen Spoiler vorweg, bevor wir uns die geografischen Merkmale des ETFs anschauen. Die Top 10 Positionen von dem ETF, mächtig, mächtig spannend. Da kann ich echt gleich mal eine Empfehlung rausgeben. Nach dem Video schaut euch mal die WKN unten an und schaut euch mal die Top 10 Positionen an. Ihr habt da sehr, sehr viel lernen können. Auf jeden Fall geografisch sieht es wie folgt aus. In Amerika sind 22% vom Kapital investiert, Japan 10%, Australien 10%, Kanada 9%, Deutschland 7%. Ja, und noch einige mehr. Also grundsätzlich finde ich die Aufteilung vom Geografischen her ja mächtig gut, sehr gut auf jeden Fall. Ja, die Sektoren sehen wie folgt aus. Financial sind insgesamt 35% investiert, Versorger fast 16%, in Immobilienunternehmen sind 10% investiert, in Kommunikation 8,4%, zyklische Konsumgüter 8%. Auch das muss ich sagen, ist wieder richtig, richtig schön aufgeteilt. Was für viele auch wichtig ist, ist natürlich die ethische Grundlage dieses ETFs. Insgesamt 0,65% vom Kapital liegt in umstrittenen Waffen. Unter anderem sind das die Atomwaffen. Ja, und natürlich ganz wichtig auch für Tabak. Tabak ist 1,53% investiert. Also ich würde mal sagen, er ist okay von den Werten her. Das Auflagedatum von diesem ETF war der 25. September 2009, sprich er ist schon fast 12 Jahre mittlerweile auf dem Markt. Also das finde ich sehr gut. Insgesamt liegen dort 1,747 Milliarden Euro rum, beziehungsweise so viel ist bereits investiert worden. Die Anlageklasse, sprich in was wird investiert? Selbstverständlich in Aktien. Die Produktstruktur ist physisch und jetzt kommen wir zu was Wichtigen. Die Gesamtkostenquote thesauriert beträgt insgesamt 0,46%. Auch das finde ich absolut vertretbar. Ich wäre maximal bereit, 0,5% zu zahlen für einen ETF. Schreib mal gerne in die Kommentare rein, wie viel du bereit bist für einen ETF extra nochmal zum Zahlen. Ja, das Ganze ist eben ausschüttend und von BlackRock. Insgesamt wird viermal tatsächlich die Dividende ausgeschüttet und wir haben hier eine Dividendenrendite von 3,75%. Das aktuelle KGV von diesem ETF liegt bei 12,55%, das KBV bei 1,2%. Mir gefällt auf jeden Fall, seit wann es den ETF gibt, das investierte Kapital auch richtig gut. Die Dividendenrendite mit 3,75% gefällt mir persönlich sehr gut und natürlich auch die Kosten von 0,46% finde ich grundsätzlich okay. Nennen wir es mal okay. Wo kann man jetzt den ETF besparen? Kostenlos vor allem bei Scalable Capital, bei Flattex, bei Trade Republic und auch bei der ING, bei Postbank, Smart Broker und Vista würdest du paar Cent bzw. bis zu einem Euro an Gebühren zahlen. Zu den größten Positionen kommen wir jetzt und ich versuche es gar nicht erst, den ersten Namen zum Aussprechen, schaffe ich nicht. Auf jeden Fall ist das Unternehmen
aus Australien, wie du siehst, mit 3,19% gewichtet in diesen ETF und der ist tatsächlich am stärksten gewichtet oder dieses Unternehmen. Das Unternehmen, mächtig spannend, ist in Australien tätig und zwar im Eisenerzbereich, kann man sich definitiv mal anschauen. GlaxoSmithKline muss ich, denke ich mal, nichts dazu sagen, mit 2% im Gesundheitswesen aus Großbritannien. Harvey Norman Holdings, sehr spannendes Unternehmen, ist ein multinationales Einzelhändlergeschäft im Bereich Möbel, Bettwäsche und so weiter tätig. Auch das mal wieder im Blick wert und tatsächlich das erste Unternehmen und das dritte Unternehmen, Harvey, die sind echt gut gelaufen. Allein deswegen lohnt sich schon, diese Unternehmen mal kurz zum Anschauen dann. Das nächste Unternehmen aus Hongkong, Power Assets Holding, war der erste Stromanbieter in Hongkong, auch mächtig spannend. SSE PLC ist aus Großbritannien, ist auch wieder ein Stromanbieter. Denk mal, dass einige dieses Unternehmen kennen. Auch das nächste Unternehmen, JB Hi-Fi, ist im Unterhaltungselektronik-Musikgeschäft tätig. Ist ein zyklisches Konsumgüter und ist eben in Australien und Neuseeland unterwegs. Wie gesagt, also was die Positionen betrifft, bin ich echt Feuer und Flamme. Sehr, sehr spannende, mir nicht bekannte Unternehmen dabei, die wo wirklich ja, eine gute Rendite in letzter Zeit erwirtschaftet haben. Insgesamt sind 117 Aktien vertreten in dem ETF. Aber jetzt wird es richtig schwer. Und da muss ich sagen, ich habe das Video nochmal gestartet, weil beim letzten Aufnahme bin ich genau hier gescheitert und du siehst es, ab 2021 nehmen sich die drei ETFs nichts. Das blaue, was wir hier sehen, ist der iShares Stocks Global Select, den wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Schwarz ist der ETF, wo ich selbst investiere, der iShares Core S&P 500. Und hier haben wir die Benchmark mit dabei, mit türkisblau in der Richtung. Also 2021 hätte jetzt wirklich gesagt, ist egal gewesen, wo wir investiert hätten. Wir hätten überall eine gute Rendite erwirtschaftet. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und zwar habe ich hier eine Historie von 2018 weg. Genau hier. Und da sieht man einfach, ja, echt krass der Unterschied. Also wirklich extrem krass. Dem, wo ich investiere, heißt aber noch lange nicht, dass der auch in Zukunft so gut laufen wird. Der Core S&P 500 hat in den letzten 3 Jahren eine Rendite von über 60% hingelegt. Dann haben wir noch die Benchmark mit dabei mit 8% und den iShares Stocks Global Select Dividend mit gut 8%. Aber da kommt nochmal ungefähr 9,5-10% also Dividende da drauf. Dann sagen wir einfach mal grob 18% Dividendenrendite. Aber jetzt kann man halt nicht auf der Zukunft ebenso ausrichten. Wenn wir das wirklich kurzfristig anschauen, wie gesagt, die nehmen sich nicht viel. Deswegen würde ich echt sagen, kurzfristig ist egal. Langfristig hoffe ich persönlich, dass natürlich mein ETF, wo ich investiere, besser ja, läuft. Kann man aber wirklich ganz schlecht sagen. Deswegen würde ich sogar behaupten, diesen ETF nehme ich am Ende des Jahres nochmal mit und dann schauen wir den Vergleich an, welcher jetzt tatsächlich dieses Jahr besser gelaufen ist. Deswegen gern einfach mal ein Abo da lassen und schreibe in die Kommentare rein, wie du das Video erstens mal gefunden hast, wie du generell dieses Community für Community findest und wie du die beiden ETFs oder beziehungsweise alle drei ETFs findest. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen genialen Austausch.